Wo waren wir? Nummer 4. Na gut, lernen wir erst nochmal den nächsten Zauber, den Willen versenken. Ein Schutzzauber, der, glaube ich, unsere Rüstungsklasse erhöht. Und nun gehen wir über zu Runde 4. Leute, Runde 4. Ding, 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 ding. Lies den vierten Kreis. Wisse, dass der Aufstand des Volkes gegen die Elitiden das Ergebnis vieler Dutzend Phasen harter Arbeit war. Viele versammelten sich heimlich und lernten, wie sie ihre Herren, die Elitiden, besiegen könnten. Konnten. Sie lernten, ihren Geist abzuschirmen und ihn als Waffe zu gebrauchen. Sie lernten die Schrift des Stahls und vor allem gab man ihnen das Wissen, was Freiheit ist. Einige lernten das Wesen der Freiheit kennen und verinnerlichten es. Ihr Wissen gab ihnen Kraft. Andere fürchteten die Freiheit und verhielten sich still. Doch es gab jene, die Freiheit kannten und Sklaverei kannten und die wollten, dass das Volk in Ketten blieb. Einer von ihnen war Filquar. Filquar sah nicht Freiheit in dem Aufstand, sondern eine Gelegenheit. Er sah, dass die Elitiden sich über viele der falschen Welten ausgebreitet hatten. Ihnen gehörten so viele Welten, dass ihr Blick nur noch nach außen gerichtet war auf alles, was sie nicht bereits kontrollierten. Filquars Auge sah, dass vieles vor sich ging, was die Elitiden nicht sahen. Gegenüber dem Aufstand waren die Elitiden blind. Filquar trat vor seinen Herrn, den Elitiden Cigitaris, Heiliger, Cigitaris, und setzte ihn über den Aufstand in Kenntnis. Filquar erlegte sich selbst noch weitere Ketten auf, indem er sich erbot, als ihr Auge im Kampf gegen den Aufstand zu dienen. Dafür verlangte Filquar eine Belohnung für seine Dienste. Die Elitiden erklärten sich einverstanden. Mit dem Abschluss dieses Abkommens begannen düstere Zeiten. Viele Male beging Filquar Verrat an seinem Volk. Und viele seines Volkes wurden von den Elitiden geschlachtet, um den Aufstand in die Schranken zu weisen. Es schien, als würde der Aufstand versiegen, bevor er noch ausbrechen konnte. Und die Elitiden waren zufrieden mit Filquars Auge. Es war gegen Ende dieser düsteren Zeiten, als Certimon vom Verrat Filquars Kenntnis bekam. In dem Wissen um Filquars Auge brachte Certimon den Aufstand zum Schweigen, sodass Filquar denke, sein Verrat sei schließlich gelungen und der Aufstand sei niedergeschlagen. Er wusste, dass Filquars Auge nur die Belohnung sah, die ihm versprochen war. Er würde sehen, was er sehen wollte. Mit habgierig schlagendem Herzen trat Filquar vor den Elitiden Cigitaris, oh mein Gott, der Name ist so cool, aber ich muss ihn dreimal lesen, bevor ich ihn ausgesprochen kriege. Cigitaris und brachte seinem Herrn die Kunde von seinem Erfolg. Er sagte, der Aufstand sei gebrochen und die Elitiden können ohne Gefahr ihre Augen wieder auswärts richten. Er pries ihre Weisheit, die sie bewogen hatte, auf Filquars Auge zu vertrauen und bat um seine Belohnung. In seiner blinden Habgier hatte Filquar vergessen, warum das Volk begonnen hatte, nach Freiheit zu streben. Er hatte das Wissen darüber verloren, was Sklaverei bedeutet. Er hatte vergessen, was seine Herren, die Elitiden, in ihm sahen. Und so endete Filquars Verrat am Volk mit einem weiteren Verrat. Filquar musste erfahren, dass Filquars Auge nutzlos wird, wenn es nichts mehr gibt, was Filquars Auge sehen könnte. Die Elitiden gaben Filquar seine Belohnung. Sie öffneten seinen Schädel und verschlungen sein Hirn. Filquars Leiche wurde auf die Felder der leeren Höhlen geworfen, damit sein Blut die giftigen Gräser bewässerte. Eine Geschichte von Verrat, die während des Aufstands anscheinend passiert ist und Certimon dazu zwang, den Aufstand zum Schweigen zu bringen, denn ansonsten wäre alles wieder mal für die Katz gewesen. Was wünschst du? Aber auch dieses Hindernis haben sie umschifft, zum Glück. Da können wir mal drüber reden. Wenn man sich damit zufrieden gibt, zu sehen, ohne zu verstehen, betrügt man sich selbst. Ja, das klingt mal sehr oberflächlich und im Vergleich zu diesem ewig langen Text hier oben, ist es sicherlich falsch. Wenn jemand nur das sehen will, was vor seinen Augen ist, sieht er nur einen Teil des Ganzen. Er ist blind. Und so wie Filquar geblendet war durch die Belohnung, die ihm versprochen wurde, so waren die Elitiden blind gegenüber dem wirklichen Aufstand. Denn als sie Filquars Worte vernahmen, richteten sie ihren Blick wieder nach außen, nicht wahr? Und so konnte der Aufstand stattfinden? Wisse, dass du wahr redest.
Vilquas Auge blendete nicht nur Vilqua selbst, sondern auch die Illithiden. Das Tentakelvolk glaubte, der Aufstand komme nicht mehr. Als der Aufstand kam, tränkte sich die Erde mit dem Blut der Illithiden. So wurde der Sieg durch den Verrat geboren. Das ist aber eine merkwürdige Lektion. Ich verstehe nicht, wieso sie zur Lehre des Certimon gehört. Dakons Klinge blutet aus, bis sie ein totales Nachtschwarz angenommen hat. Und seine Stimme wird tiefer. Einen Augenblick denkst du, er ist ärgerlich, aber du bist dir nicht ganz sicher. Vieles an der Lehre des Certimon und an seinen Weg ist schwer zu verstehen. Weißt du, warum Vilquas Auge Teil der Lehre des Certimon ist? Es gehört zur Geschichte, wie unser Volk die Freiheit kennenlernte. Sie lehrt uns, dass es auch unter dem Volk jene gibt, die nicht zum Volk gehören. Und dass selbst durch den größten Verrat ein größeres Wissen erlangt werden kann. Okay, das ist auch eine Begründung, da hast du vielleicht recht. Damit bekommen wir den vierten Kreis in Form unseres Zauberspruchs zugeschoben. Und er schließt uns den fünften Kreis frei. Dankeschön. Damit haben wir Vilquas Auge als Zauberspruch bekommen. Ein Blindheitszauber, wenn wir den auf einen Gegner aussprechen, dann... Genau, lesen wir es einfach kurz vor. Wenn dem Zielwesen kein erfolgreicher Rettungswurf bei einem Strafpunkt von minus 1 gelingt, wird das Wesen mit Blindheit geschlagen und bekommt minus 4 Strafpunkte auf seine Angriffswürfe sowie plus 4 Strafpunkte auf die Rüstungsklasse des Ziels. Also wenn das Ding funktioniert auf einen Gegner, dann ist die Chance, dass der uns trifft, doch relativ gering danach. Nun gut, oh, wir gehen langsam in die höheren Kreise. Ich meine, jetzt ist es schon Kreis 5. Wie viele liegen da noch vor uns? Der fünfte Kreis. Lesen wir los. Certimon war der Erste, der das Wesen der Freiheit kannte. Doch er war nicht derjenige, der zuerst den Lauf der Rebellion kannte. Die Kenntnis der Rebellion kam zuerst zur edlen Kriegerin Githe, einer des Volkes. Sie hatte den Illithiden in vielen der falschen Welten als Soldatin gedient und sie kannte den Krieg und trug ihn in ihrem Herzen. Sie wusste, wie man die Leute organisiert, sodass sie andere unterjochen. Sie kannte die Wege der Macht und sie beherrschte die Kunst, den Eroberern die Waffen abzunehmen, mit denen man sie schlagen konnte. Ihr Geist war zielgerichtet und ihre Klinge und ihr Wille waren eins. In der Phase, als Certimon Githe kennenlernte, hörte Certimon auf, sich selbst zu kennen. Ihre Worte waren wie ein Feuer, das in den Herzen derer entfacht wurde, die sie hörten. Als er ihre Worte hörte, wollte er den Krieg kennenlernen. Er wusste nicht, wie ihm geschah, doch er wusste, er wollte Seite an Seite mit Githe in die Schlacht ziehen. Er wollte seinen Hass Ausdruck verleihen und die Illithiden denselben Schmerz fühlen lassen, den er fühlte. Denn jetzt, wo Certimon wusste, was Krieg und Widerstand bedeutet, wollte er seinem bisherigen Wissen von Freiheit und Rebellion Ausdruck verleihen, so kann man es interpretieren. Githe war eine des Volkes, doch sie kannte sich besser, als Certimon es je zuvor bei einem anderen festgestellt hatte. Sie kannte das Wesen des Fleisches, sie kannte die Illithiden, und weil sie sich selbst kannte, wusste sie auch, wie man sie im Kampf besiegen konnte. Die Kraft ihres Wissens war so groß, dass alle, die ihren Weg beschritten, sich selbst erkannten. Githe war zwar nur eine, doch sie besaß eine solche Stärke, dass andere durch sie ihre eigene Stärke erkannten. Und Certimon legte ihr sein Schwert zu Füßen. Eine geborene Anführerin also, die den Weg des Krieges kannte. Was wünschst du? Was ist denn unsere Antwort für Dakon zu diesem Thema? Certimon verstand, dass er sich mit einer noch stärkeren Persönlichkeit zusammentun musste, nämlich Githe. Gemeinsam wurden die seines Volkes stärker und mächtiger. Irgendwie macht der zweite Satz für mich teilweise keinen Sinn. Na gut, ist eh falsch. Die Masse ist stark, doch auch der Einzelne hat große Macht, denn durch die Kraft seines Willens kann der Einzelne die Massen um sich versammeln. Stärke liegt nicht nur darin, sich selbst zu kennen, sondern auch darin zu wissen, wie man diese Kenntnis in anderen fördert.
Wie gesagt, ein geborener Anführer. Der kann nicht nur führen und weiß, was er zu tun hat in der Schlacht, sondern er kann auch sein Mitgefolge motivieren, ihnen Kraft verleihen durch Worte. Ich finde, der beste Vergleich dafür ist immer noch so Klassen wie aus Knights of the Old Republic 1 und 2. Ich glaube, Teil 1 bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber Teil 2 auf jeden Fall sowas wie der Sith Lord, der ja die Kraft seiner Gefolgsleute, seiner Gruppe stärken konnte durch seine pure Anwesenheit. Und das bringt uns jetzt 3000 Erfahrungspunkte. Heilige Scheiße. Aha, bekommen wir nur freigeschaltet? Ja, ich möchte mehr erfahren. Und damit bekommen wir den 6. Kreis. Offenbar ich fühle mich stärker. Bekommen wir durch ein Level Up. Und Dacon hat jetzt bisher jetzt wieder keine Zweifel darüber, dass wir würdig sind, die weiteren Kreise zu lernen. Weil ich schon auf Stufe 5 oder 6 als Krieger war, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob es 5 oder 6 war, bekommen wir keine weiteren Trefferpunkte dazu. Wir bekommen erst wieder Trefferpunkte, wenn wir unser Kriegerlevel mit der neuen Magierklasse übersteigen. Das müsste ja theoretisch mit dem nächsten oder übernächsten Level-Up passieren. Das heißt, erstmal hänge ich bei 41 Trefferpunkten fest. Aber man sieht ja, das ist nicht wenig, wenn Mord auch schon über 41 verfügt und Dacon immer noch auf 33 umhängt. Ja. Ich wünschte, Dacon wäre ein bisschen stärker, wenn es um seine Verteidigung geht. Er wird sehr oft getroffen und er hat relativ wenig Lebenspunkte. Das ist der große Nachteil gerade an ihm. Na gut. Kreis Nummer 6. Dacon, gib mir mal bitte den ungebrochenen Kreis und lass mich weiterlesen. Auf den verfluchten Ebenen erklärte Certimon Gith, dass es nicht zwei Himmel geben könne. Seinen Worten folgte alsbald der Krieg. Auf den verfluchten Ebenen siegte das Volk über seine Herren, die Elitiden. Sie lernten die Freiheit kennen. Doch noch ehe die grünen Feuer auf den Schlachtfeldern niedergebrannt waren, sprach Gith davon, den Krieg weiterzuführen. Viele, deren Herzen noch immer mit Blutdurst erfüllt waren, stimmten ihr zu. Sie sprach nicht nur davon, die Elitiden zu besiegen, sondern davon, alle Elitiden auf sämtlichen Ebenen zu vernichten. Und wenn die Elitiden erst ausgelöscht seien, würden sie Krieg gegen alle anderen Rassen führen, auf die sie trafen. Das heißt, Gith war ihrem Blutdurst, ich will nicht sagen, ihrem Blutdurst unbedingt erlegen, aber sie hat realisiert, dass das Volk auch über eine gewisse Macht verfügt und sie wollte deswegen andere Welten für das Volk erobern. Sie war sozusagen so ein bisschen dem Krieg, der Kriegstreiberei verfallen. In Gifs Herzen tobte ein Feuer. Sie lebte im Krieg und im Krieg kannte sie sich selbst. Alles, worauf ihr Auge fiel, wollte sie erobern. Ja, das ist die poetische Variante von dem, was ich gerade gesagt habe. Certimon führte die ersten Reden, die nicht in Gifs Sinne waren. Er sagte, das Volk kenne bereits die Freiheit. Nun solle es lernen, sich selbst wieder zu kennen und den Schaden zu beheben, der ihm zugefügt worden war. Viele andere des Volkes, die des Krieges gegen die Elitiden müde waren, standen mit ganzem Herzen hinter seinen Worten. Wisse, dass Gith in dieser Angelegenheit nicht so dachte wie Certimon. Sie sagte, der Krieg solle weitergeführt werden. Die Elitiden sollen vernichtet werden, ihr Fleisch ausgerottet. Dann würde das Volk die falschen Welten für sich beanspruchen. Gith sagte Certimon, dass sie in dieser Sache unter demselben Himmel kämpfen würden. Ihre Worte waren wie eine blanke Klinge. Von Certimon kam die Offenbarung der zwei Himmel. Auf seine Worte folgte der Krieg. Okay. Das macht irgendwie wenig Sinn. Wir reden von der Geschichte des Volkes, wie sie ihre Freiheit im Kampf gegen die Elitiden gewann. Aber jetzt auf einmal redet dieser Kreis davon, dass unter den Gizerei selber ein Bürgerkrieg ausbrach in der Richtung, weil die eine Hälfte davon sprach, den Krieg weiterzuführen, um mehr Welten zu erobern, während Certimons Seite dafür war, die neu gewonnene Freiheit zu genießen und zu etablieren? Warum das? Also, Dacon, ich möchte nochmal mit dir reden, bitte. Und langsam, also auch Filquas Auge vorher war irgendwie merkwürdig. Dacon hat es zwar begründet mit, dass man selbst aus Verrat Kraft gewinnen kann für die neue Freiheit, aber
Irgendwie macht dieser Kreis nicht ganz so viel Sinn gerade. Moment. Fragen wir doch einfach mal dazu. Zertimon lernte, dass man auch in Freiheit weiter für die Freiheit kämpfen muss, selbst innerhalb der eigenen Rasse. Ja, das klingt ja ganz schön, aber eigentlich soll das heißen, ich weiß, dass Zertimon sein Volk so sehr liebte, dass er bereit war, es vor sich selbst zu schützen. Er wusste, dass die Illithiden in ihrer Besessenheit von Macht und Herrschaft sich selbst nicht mehr kannten. Daher wollte er Gith aufhalten, bevor sie das Volk in den Tod führte. Es muss Ausgewogenheit bestehen in allen Dingen, sonst kann das selbst nicht bestehen. Ja, denn ansonsten hätten die Gizerei sich ebenfalls selbst vergessen, genauso wie die Illithiden es vor ihnen getan haben anscheinend. 5000 Erfahrungspunkte. Du hast die Worte gesehen und kennst sie. Dakon spricht langsamer, seine Hände umklammern die Ränder des ungebrochenen Kreises. Er dreht ihn im Uhrzeigersinn und man hört einen Klick, als zwei Scheiben nach vorn gleiten. Dakon starrt die beiden Scheiben in seiner Hand an und macht keine Anstalten, sie dir zu geben. Dakon, ist die zweite Scheibe für dich? Dakon schweigt. Seine Klinge hat ihren Glanz verloren, der Film auf ihrer Oberfläche gefriert. Er starrt die zweite Scheibe wie gelähmt an. Dakon, kennst du den sechsten Kreis? Denn er verfügt bereits über die Zaubersprüche in seinem Zauberbuch, das haben wir gesehen, aber wenn jetzt zwei Scheiben aus dem ungebrochenen Kreis von Zertimon für uns rauskommen, dann würde das bedeuten, wir haben gerade einen Zauberspruch, eine Lehre gelernt, die Dakon noch nicht kennt. Dakon blickt auf, doch seine kohlschwarzen Augen weichen deinem Blick aus. Wisse, dass es nun nichts mehr gibt, was ich dich lehren könnte. Du kennst die Lehre, so wie das Volk sie kennt, und sie wird dir den Weg weisen, auf dem du zur Kenntnis über dich selbst kommst. Moment, das habe ich nicht gefragt. Kennst du den sechsten Kreis oder nicht? Dakon schweigt einen Augenblick, dann spricht er langsam und bedächtig. Es ist so, dass ich den sechsten Kreis von Zertimon nicht kenne. Ich kannte ihn einst, doch nun weiß ich, dass ich nur die Worte sah. Dakon starrt durch dich hindurch. Das ist alles. Es ist mein Los, dass ich die Lehre des Zertimon nicht mehr kenne. Dakon, eines möchte ich noch wissen. Warum ist Filquas Auge im Kreis von Zertimon? Es scheint mir sonderbar. Es erzählt davon, wie das Volk von einem Verrat aus den eigenen Reihen profitierte. Es scheint mir... Dakons Augen blitzen auf. Ich sagte dir doch, es gehört zu der Geschichte darüber, wie unser Volk die Freiheit kennenlernte. Hörst du mir überhaupt zu? Seine Stimme wird monoton, als würde er eine Passage aus dem Gedächtnis rezitieren. Sie lehrt das Volk, dass selbst durch den größten Verrat ein größeres Wissen erlangt werden kann. Für mich klingt das nicht so, als würdest du selbst daran glauben. Ich glaube, es gibt einen anderen Grund dafür, warum Vilquas Auge im Kreis von Zertimon enthalten ist. Es steht dort wegen des sechsten Kreises und der Offenbarung der zwei Himmel. Es dient dazu, Zertimons Verrat an seinem eigenen Volk auf den verfluchten Ebenen zu rechtfertigen. Dakon schweigt und seine Klinge blutet aus, bis sie tot und schwarz aussieht. An ihren Kanten bilden sich Zähne. Zertimon verursachte die Teilung des Volkes auf den verfluchten Ebenen, Dakon. Er teilte deine Rasse, als sie sich auf dem Siegeszug befand. Ich würde gern glauben, dass er es tat, um das Volk vor sich selbst zu schützen, aber ich habe das Gefühl, du glaubst nicht daran. Dakon schweigt einen Augenblick und spricht dann bedächtig. Ich kenne den sechsten Kreis nicht so, wie andere ihn kennen. Ich fürchte, der dritte, vierte und sechste Kreis sind enger miteinander verbunden, als viele wissen. In diesem Wissen habe ich mich selbst verloren. Im dritten Kreis versenkt Zertimon seinen Willen, um die Illithiden zu täuschen. Der vierte Kreis erzählt dann von der Nützlichkeit des Verrats. Im sechsten Kreis teilt darauf Zertimon sein Volk, damit es die Illithiden nicht ausrottet. Glaubst du, Zertimons Worte waren vielleicht gar nicht seine eigenen? Höre meine Worte und wisse, welche Wunde in meinem Herzen klafft.
Ich fürchte, als Zertimon auf den Pfeiler des Schweigens war, hat er seinen Willen nicht versenkt. Ich fürchte, sein Wille wurde ihm von den Elitiden genommen. Und als er auf den verfluchten Ebenen sprach, sprach er ihre Worte. Ich fürchte, was er tat, war nicht zum Wohle des Volkes, sondern zum Wohle unserer früheren Herren. Das bedeutet, Dakon befürchtet, dass Zertimon nicht der Erste, der Gründer ihrer Rasse ist, der ihnen die Freiheit brachte, sondern dass während der ganzen Rebellion Zertimon für die Elitiden gearbeitet hat und die Teilung des Volkes mit Absicht hervorgerufen hat, um dem Volk zu schaden. Dakon befürwortet also in gewisser Weise den Krieg so ein wenig, denn er wäre vielleicht den Weg von Gith gegangen und hätte den Krieg gegen die Elitiden weitergeführt. Das wäre möglich, aber weißt du, das heißt nicht unbedingt, dass er... Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Dann wisse Folgendes und sprich nicht mehr davon! Dakons Stimme ist scharf wie ein Messer. Wisse, dass ich die Wahrheit niemals kennen werde. Es gibt keine Lösung in dieser Sache, denn ich werde niemals wissen, wie es auf den verfluchten Ebenen in Zertimons Inneren aussah. Seine kohlenschwarzen Augen starren auf den steinernen Kreis in seiner Hand. Also kenne ich mich selbst nicht, durch den ungebrochenen Kreis von Zertimon. Okay, Dakon, lass uns später darüber sprechen. Dakon kennt den Inhalt des ungebrochenen Kreises nicht. Erledigt. Beziehungsweise er weiß es nur bis zum 5. Kreis und hat den 6. nicht so weit verstanden und... Deswegen zweifelt er an seiner eigenen Herkunft, an seiner eigenen Religion. Wir hatten ihn schon mal darauf gefragt, ob er sich selbst kennt, ganz am Anfang, als wir ihn getroffen haben. Er kennt sich selbst nicht, weil er den Sinn des Kreises nicht versteht. Das ist heavy. Das ist doch relativ heavy. Na schön, lernen wir noch die Zauber, die wir bekommen haben. Die Macht des einen. Die Gleichgewicht in allen Dingen. Und nochmal dasselbe, Gleichgewicht in allen Dingen, den bekommt Dakon allerdings von uns. Den müssen wir ihm rübergeben und den hat er auch noch nicht gelernt, das heißt, den können wir auch in sein Zauberbuch kopieren. Jetzt verfügen wir auf jeden Fall schon mal über alle Zauber, die Dakon kennt, plus sogar zwei neue, oder nee, einen neuen glaube ich nur, ja, nämlich... Entschuldigt. Das Gleichgewicht in allen Dingen, ich finde den Zauber nicht so pralle, auch wenn die Beschreibung und der Effekt relativ interessant sind. Man kann den Zauber sprechen und er funktioniert ähnlich so wie der Schmerzensspiegel, den ich mal mit mir rumgeführt habe. Dieser Zauber hat nur Auswirkungen auf den Anwender. Wenn der Anwender bei aktiviertem Zauber angegriffen wird, erleiden alle feindlichen Wesen in einem Radius von 3 Meter denselben Schaden. Diese Wirkung hält einen Angriff lang an pro 4 Stufen des Anwenders. Und die Effekte können nicht angesammelt werden. Also es können nicht mehrere Gleichgewicht in allen Dingen Zauber auf einem Ziel wirken, sodass man bis zu 4, 5, 6, 7 Schläge aushalten kann. Wenn der Zauber nicht ausgelöst wird, dauert es 5 Sekunden pro Stufe des Anwenders. Ich finde... Entschuldigt. Es geht langsam die Kehle mit mir durch. Das ganze Vorlesen geht doch ein bisschen auf die Stimmbänder. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Oh, das war bitter nötig, Leute. Also, dieser Zauber ist zwar nicht unpraktisch, aber... Man muss halt erstmal Schaden kassieren, bevor dieser Schutzzauber auch Schaden an die Gegner im 3 Meter Radius austeilt. Und vor allem, um diesen Zauber effektiv einzusetzen, muss man sogar eine relativ hohe Menge an Schaden kassieren. Ich meine, wenn ich das Ding jetzt auf mich wirken würde und es kommt so ein Schläger aus dem Stock hier auf mich zu, einer von dieser Bande, die hier irgendwo rumlungert. Und der würde dem Namenlosen vielleicht so 2-3 Schadenspunkte reinhauen. Ich meine, warum sollte ich einen ganzen Zauberslot für 2-3 Schadenspunkte verschwenden? Der Typ müsste mir schon so 12, 13, 14 mit einem Schlag reinhauen, damit es sich lohnt, diesen Zauber auszusprechen. Und dafür gibt es später wesentlich mächtigere Zauber, die wir hier im 3. Grad lernen können. Von daher nicht so praktisch. Wir haben noch bekommen die Stärke des einen. Das ist eine andere Version des Stärkezaubers, den man im Spiel bekommen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der stärker oder schwächer ist. Müsste ich nachsehen, wenn wir später den richtigen Stärkezauber noch kaufen.
Und wir haben auch den Willen versenken, glaube ich, hatten wir schon, ne? Ne, dann war es das schon. Ne, dann war es das schon. Gut, ich dachte, wir hätten noch einen dritten Zauber extra bekommen. Mein Fehler. Na schön, aber trotzdem, irgendwie ist die ganze Sache noch nicht ganz fertig, oder? Ich meine, dieser Kreis soll Zertimons soll den Volk der Gizerei erklären, wo sie herkommen und ihnen einen Sinn geben, dass sie sich selbst kennenlernen und darauf ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen aufbauen. Aber wir haben diesen sechsten Kreis, den Dacon bis jetzt nicht verstanden hatte, den Sinn dahinter begriffen. Dacon kannte ihn noch nicht. Aber irgendwie ist die Geschichte, wie der Namenlose es in dem Dialog erzählt hat, nicht wirklich sinnvoll. Aus diesen sechs Kreisen entsteht bisher keine zusammenhängende Geschichte, aus der man wirklich klar behaupten könne, ja, daraus definiert sich das Volk. Bis jetzt sind wir nur bis zu dem Punkt gekommen, wo das Volk die Illithiden nicht mal besiegt hat unbedingt, sondern wo Filqua Verrat begangen hat, wo Zertimon Gith kennengelernt hat und wo das Volk von Gith und Zertimon gespalten wurde. Aber da steht noch nicht drin, wie das Volk die Illithiden besiegt hat. Das Happy End fehlt noch, wenn man so will. Von daher, irgendwas ist hier noch nicht ganz fertig. Vielleicht müssen wir uns später nochmal mit der ganzen Sache beschäftigen. Aber gut, ich habe jetzt laut meiner Uhr wenigstens 50 Minuten lang am Stück vorgelesen. Von daher würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Planescape Torment. Wenn wir uns in die Katakomben begeben, die Katakomben der weinenden Steine, um uns dort erstmal umzusehen. Also bevor ich jetzt sage, wir suchen nach der Bronzekugel, würde ich sagen, gucken wir erstmal, was das da unten eigentlich alles so gibt. Finde ich, klingt nach einem guten Plan. Also, Leute, bis dahin. Tschüss.